Hallo und ich freue mich ganz recht herzlich, euch wieder heute begrüßen zu dürfen zu Let's Play Armored Warfare. Und ich habe heute mal den M60A3 für euch ausgeguckt. Natürlich auch in seiner Eis-Variante, weil ein Premium-Panzer macht natürlich noch mehr Sinn zu zeigen als den normalen. Und warum habe ich ihn mir für euch rausgepickt? Ja, ganz einfach, weil er für mich irgendwie ausschaut wie ein Käfer. Ich habe keine Ahnung warum. Also nicht Käfer das Auto, sondern ein Insekt. Vielleicht durch den Aufbau, ich weiß es nicht. Also für mich hat er so eine Analogie, bisschen wie so Marienkäfer. Und dementsprechend dachte ich mir, ja, wäre doch mal funny, den mal anzuschauen. Hier in dem Fall auch ein Tier 5. Auch ein Premium-Panzer, der normale ist ja ein ganz klassischer im Tech-Tree. Hier ist es ein Premium-Panzer. So, wie guckt er denn sonst so aus? Chronik! Dieser in den USA gebaute Kampfpanzer wurde im Rahmen einer Modernisierung des M60 Pattons entwickelt. Das seit 1978 produzierte Fahrzeug bot höhere offensive Eigenschaften, verbesserte Zielerfassung sowie moderne thermale Sicht zur Unterstützung von Kampfhandlungen unter schlechten Sichtbedingungen. Das Fahrzeug kann rekordverdächtige Einsatzzeiten vorweisen und wurde hauptsächlich in Südostasien eingesetzt. Auch wenn der M60A3 von der US Army 2005 ausgemustert wurde, ist er immer noch bei vielen Betreibern weltweit im Einsatz. Der Schaden 331, da gibt es andere Kampfpanzer auf der Stufe, die ein bisschen mehr machen. Der Durchschlag 319 ist absolut okay. Schaden pro Minute 2829 und wie gesagt, auch das ist immer ein Thema. Natürlich die DPM bei den Kampfpanzern nicht so hoch wie bei anderen. Hitpoints 1585, der Schutz der Wanne 193, 147 und der Turm gar nicht so viel besser, vorne sogar exakt identisch die Seite und die Heck mit 182 und 100, dann aber besser als die Wanne selber. Höchstgeschwindigkeit 48,6 km/h, also Rennen solltet ihr damit nicht fahren. Und guck mal jetzt uns doch an, was der Käfer so leisten kann. Es hat sich gereimt. Da haben wir also ein Match gefunden, Karte Geisterfeld. Und Top-Tier sehen wir auch noch, zwei Artis. Das könnte uns ein bisschen das Leben schwer machen. Ich hoffe doch mal nicht. Und jetzt sehen wir uns den Marienkäfer hier mal im Spiel an. Da ist er. Daneben ein wunderbarer Zalomörk. Ja, also man muss schon sagen, die Designs schauen schon sehr, sehr cool aus. Jetzt ist nur die Frage, wo fahren wir lang? Weil ihr habt ja gesehen, panzertechnisch und panzerungstechnisch ist er gar nicht so heftig. Also da ist so ein, was weiß ich, so ein T-72 zum Beispiel, deutlich stärker. Ich glaube mal die... Fahrer, gib Gas. Einfach mal nach unten weg. Such nach Fahrer, und dann gucken wir mal. Rauch haben wir auf jeden Fall auch am Start. Eine Ladung. OF40, zack. Ziehen wir innen vorbei. Ja, okay. Oder auch nicht, weil jetzt sind wir an der Endgeschwindigkeit. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Ich bleibe auf meiner Spur. Das ist mein Fahrbereich, das ist dein Fahrbereich. Jo. Da sind wir erst nur 150 weg. So schnell verbüßt man Hitpoints. Nicht so clever, jemand so dicht drauf zu fahren. Aber, naja. Lamentieren hilft nichts. So, ich werde versuchen, mal hier. So, schieße ich halt zurück. Keine Schnischt. Ich will hier nicht so vorne gegen vier Gegner fahren. Deswegen bleibe ich jetzt hier erstmal weiter hinten. Hoffe auf die Scouting-Fähigkeiten meines Teams. Komm schon, macht was auf, macht was auf. Ich sehe schon. Das wird. Feindlicher Panzer, markiert! Nicht? Komm schon, fahr doch da raus.
dass ich da auf dich schießen kann. Ne, der ist zu niedrig. Das wird nichts. Dann fahren wir mal hier weiter vor. Hier war ich sogar in dem Video schon mit dem Leopard schon mal, fällt mir gerade so auf. So. Da ist ein Ziel identifiziert und eine Arti. Geht da der OF-40 nicht auf? Ne, wir gehen auf und der OF-40, der bleibt verschwundibus. So. Hat er verschossen? Bisschen wie. Ach, gibt's doch nicht. Komm schon. Nee, so wird das nix. So, jetzt fahren wir weiter. Zu viel hinten stehen ist einfach auch nicht meine Attitüde. Deswegen gehen wir jetzt auf die drauf. So, der ist aber sowas von gekettet. Weg ist er. Auch der. So, das ging jetzt dann am Schluss deutlich schneller und die sind deutlich härter gefallen, als sie es wahrscheinlich erwartet hätten. Wir sorgen hier nochmal für eine schöne Randexplosion. Und auch dann nochmal. Yeah! Weil ich glaube, von den anderen bekommen wir einfach nichts mehr ab. Ja, ich könnte noch in Cap fahren. Komm schon. Na, nur noch einer. Komm schon. Und wieder mal eins der typischen Armored Warfare Ergebnisse, 12 zu. Also wie gesagt, ich kenne es sehr oft zweistellig gegen zerstört. Vorher war es 3 Runden am Stück beim Gegnerteam so, jetzt im eigenen Team. Wie gesagt, sehr kurios, dass es gefühlt hier so häufig so der Fall ist. Aber in dem Fall stört es mich mal gar nicht, weil ich habe ja gewonnen. Und ich glaube, ich habe ein bisschen was zeigen können. Das ist ja das Wichtigste von diesem Eisbären. Marienkäfer. Ein marienkäferner Eisbär. 1881 Schaden. 2 erspäht, 1 Kill. Naja, wir sehen den OF-40. Vom Schaden her sind wir auf Platz 3 gelandet. Von den XP auf Platz 5. Und die Details seht ihr wie folgt, beziehungsweise auch natürlich das Einkommen für einen Premium-Panzer. Immer ganz wichtig. Ja, das war's dann hier von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.